Ja, ihr seht schon, ich habe Besuch dabei. Das ist der Aaron. Aaron und ich, wir gehen jetzt in diesem Video so ein bisschen auf den Pulse ein. Den Pulse gibt es ja in zwei unterschiedlichen Varianten. Das heißt, einmal in den 1800 Watt Variante und in 2000 Watt. In den 2200 Watt, glaube ich sogar. 2200 Watt. Und was der Pulse alles drauf hat, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, hier haben wir jetzt die kleine Variante. Aaron, erzähl mal ein bisschen, was haben wir jetzt hier für eine? So, wir haben jetzt hier den kleinen Pulse mit nur einer Heizeinheit. Mit dieser einen Heizeinheit, Vorteil an diesem Grillsystem ist natürlich, dass man hier den dickwandigen, den Gussrost drin hat. Hat hier innen drin die Heizspirale, was man auch schon ganz klar sehen kann, ja. Ist wesentlich dicker als beim Q. Ja. Heizt in Impulsen, die Steuereinheit vorne. Kann man abnehmen, immer ganz praktisch, wenn man draußen grillt, will ihn nicht abdecken und er steht halt mal im Regen, nimmt man die ganze Steuereinheit einfach mit rein, jetzt auch gerade bei 5 Grad, ja. Ist es schon empfehlenswert, das Ding mit reinzunehmen. Der Unterschied zu den Elektrogrills, auch mit dem Thermostat hier, er zeigt immer nur diese Temperatur, was tatsächlich unter dem Rost ist. Kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt hier aufdrehe, stehen hier jetzt keine 300 Grad drauf, sondern erst wenn er anfängt zu heizen und die Temperatur tatsächlich hat, dann steht diese Temperatur drauf. Das Ganze geht je nachdem auch relativ schnell. Wir haben jetzt gerade 5 Grad, haben jetzt angefangen, genau, und haben den Deckel aufgemacht. Jetzt können wir ja mal auf die Uhr gucken, wir haben jetzt 5 nach. Wann er jetzt die Temperatur kriegt, er fängt jetzt schon an hoch zu heizen. Ja. Erfahrungsgemäß bei Außentemperaturen um 10 Grad habe ich schon 310 Grad in diesen Grill reinbekommen. Ja. Was immer ganz nett ist, gerade beim Elektrogrill, die Reinigungsphase, wenn man überlegt, erstmal brennt man ihn aus, irgendwann sieht der Deckel natürlich echt stark benutzt aus und auch innen drin, dann schraubt man es halt mal raus, weicht man es mal schön über Nacht ein. Zweifelsfall kann man es natürlich auch in die Spülmaschine, das ist offiziell von Weber deklariert, dass man es in die Spülmaschine machen kann. Ich bin immer der Fan davon, dass ich es einweiche und einfach draußen selber sauber mache, weil danach sieht sonst die Spülmaschine wesentlich schlimmer aus als alles andere. Ja? Aber kennt man ja selber. Ja? Einziges Problem ist später, wenn wir indirekt grillen und irgendwas auf dem Grillrost drauf machen, erzeugen wir Stauhitze. Ja. Und dadurch wird sich das Thermostat unten leicht von der Temperatur natürlich verändern. Ja. Das heißt, er zeigt eine meistens höhere Temperatur an, als er tatsächlich dann im indirekten Bereich hat. Das ist das einzigste Problem an dieser Systematik, dass wenn wir jetzt eine Porzellanform oder sowas draufstellen und unten drunter unter dem Groß die Stauhitze haben, hat es ja oben drauf nicht die Hitze. Mhm. Kann man aber jetzt je nachdem mit iGrill einfach auf den Grillrost legen für die indirekte Zone oder mit einem separaten Thermometer, eins im Braten, eins daneben, dann hat man so die Temperatur gesteuert. Mhm. So sieht man, wir sind jetzt schon bei 25 Grad, wir lassen den jetzt einfach mal weitere Zeit laufen und gucken mal, was er gibt. Wir stehen jetzt hier keine 2 Minuten und wir haben jetzt 5 Grad Außentemperatur, ich sehe halt schon, er hat halt Druck ohne Ende, oder? Ja, wir haben jetzt schon 200 Grad, haben bei dieser kalten Temperatur das Ding laufen lassen, man kann jetzt auch sehen, dass es echt stetig nach oben geht, die Temperatur. Erfahrenermaßen, ich denke, wir werden bei 300, 310 Grad innerhalb von 10 Minuten bis eine Viertelstunde angelangt sein. Ja? Und das ist natürlich fürs Heimsegment, auch gerade in dem Bereich Holzkohle, Gas, wirklich in nichts nachzustehen. Denn ein gescheiter Gasgrill braucht auch mal locker 15 Minuten bei 5 Grad, um aufzuheizen. Ja? Ich bin jetzt mal einmal gespannt, ich mache jetzt mal. Ja, mach ruhig auf, den jungfräulichen Grill. Ja, mega. Und wenn der Stab jetzt halt wirklich seine Hitze erreicht hat, er gibt natürlich die Temperatur an das emaillierte Gussrost, ist es ja tatsächlich. Ja, das emailliert, heißt, ja. Ja, genau. Das heißt, daher kommt die Hitzequelle. Also die Hitzequelle wird halt von unten gegeben und der Rost nimmt die halt perfekt an. Das heißt, ein Branding mit einem Steak, gar kein Problem. Das werden wir richtig gut hinkriegen. Man kann auch hier ganz gut sehen, trotzdem, dass wir den Deckel geöffnet haben, hat er immer noch diese 215 Grad. Er geht jetzt nicht schnell nach oben, weil das geht natürlich nicht, auch im Haushaltsanschluss mit der Steckdose. Ja. Irgendwann auch bei 1800 Watt, es geht jetzt langsamer nach oben. Ja. Aber er verliert jetzt keine Hitze wie die alten oder wie schwache Elektrogrills, dass man Deckel auf hat und es geht gleich die Temperatur nach unten, sondern er hält sie. Und wenn man jetzt was angrillen mag, geht es natürlich. Und der Gussrost, ich glaube, lass mich lügen, 3,5 Kilo hat er insgesamt zusammen. Wenn die halt heiß sind, dann sind die auch lange Zeit heiß. Durch diese Emulierung hat man natürlich den Vorteil, dass es nicht so rostanfällig ist. Man muss jetzt nicht auf eine Patina setzen und das ganze Ding immer patinieren, sondern man kann ihn schon ein bisschen abbürsten und kann ihn auch mal ein paar Tage draußen lassen, ohne dass man sich da Kopfschmerzen machen muss, dass das Ding hier wegrostet. Das ist natürlich sehr
sehr cool. Ist jetzt ein Smart Grill. Ich glaube, auf die Smart Grill-Funktion gehen wir jetzt mal an den großen rüber und dann erklären wir den mal einmal. Ja, kurz. Das können wir machen. So, ihr seht schon, ich habe ein iPad in die Hand, weil das heißt ja auch Smart Grilling, habe ich ja. daran. Erzähl mal ein bisschen, also, gib dir mal das iPad in die Hand. Ja, super, vielen Dank. Also Vorteil daran ist, dass man natürlich diese perfekte Temperaturüberwachung hat, auch wenn man jetzt nicht bei diesen Temperaturen neben dem Grill stehen möchte. Ja, so, ja. So als Griller steht man immer gern daneben, ja, aber manchmal, wenn es Hunde und Katzen regnet, ist es schon schön drinnen zu sein. Hier sieht man die Grilltemperatur, tatsächlich das, was unterm Rost draufsteht, beziehungsweise auch das, was hier identisch drauf ist. Man kann aber trotzdem die Fühler einzeln anschließen. Und dann sieht man nämlich, was ist jetzt hier draußen. Wir haben jetzt hier zwei Fühler angeschlossen, die liegen draußen und somit habe ich alles integriert in einem Gerät, muss kein Thermometer mehr separat hinhängen, sondern es ist komplett in diesem Gerät integriert und somit habe ich die perfekte Überwachung, damit ich sehe, was ist in meinem Grill los und was ist in meinem Gargut los. Und das Ganze auf einen Blick hat man natürlich Vorteile, dass man kein Thermometer mehr anschließen muss. Das Ganze geht bis zu 4 Fühlern, dann weiß man, okay, was ist in meiner Bratwurst los, wie lange brauchen meine Kartoffeln noch, was braucht mein Fisch, ja, oder mein T-Bone Steak. Kann jeder so selbst entscheiden, ob er jetzt 4 Fühler braucht oder ob er nur einen Fühler braucht. Ich finde es immer ganz nett, denn was bezahlt ist, kann man nämlich nutzen. Ja, ja, genau. Hier sieht man jetzt die Anschlüsse. Wie viele Anschlussmöglichkeiten hat man jetzt? Also jetzt hier bei dem Großen hat man 4 Anschlussmöglichkeiten. 2 Stück haben wir jetzt gekoppelt, wie man es jetzt hier auch sehen. Die 2 Fühler liegen hier nebeneinander. Ja. Wir haben 130 Grad jetzt im Grill, ja. Wir haben hier 9 Grad Außentemperatur. Wir könnten jetzt noch 2 Fühler hier unten anschließen in diese Steuereinheit. Ja, die Steuereinheit selber, das ist, sieht man jetzt den Unterschied. Hier sind jetzt 2 Regler gegenüber den 1000er Variante. Das heißt, ich habe hier jetzt auch die Möglichkeit, indirekt zu grillen. Genau, also man muss aber natürlich gleichmäßig beachten, dass die Temperatur beim Indirektgrillen, obwohl ich nur eine Steuereinheit anhabe, ja, natürlich auch dieser Messer misst trotzdem in der Mitte unten drunter. Ah, okay. Somit muss man sich dran gewöhnen. Ja. Denn wenn ich jetzt einen Regler ausmache, durch den Gussrost wird auch die andere Seite natürlich ein bisschen warm werden. Nicht so extrem heiß wie die andere Seite. Ja. Aber der Fühler für den Regler ist in der Mitte. Okay. Und dadurch, dass der in der Mitte ist, werde ich natürlich auch eine andere Temperatur da drauf haben, als vielleicht der externe Fühler drinnen neben dem Gargut reell anzeigen wird. Ich merke jetzt gerade schon, also wir stehen jetzt hier auch keine 2 Minuten, der ist wieder bei 175 Grad, der hat auch ordentlich Power, auch von hier außen gefühlt. Hitzedämmung ist halt richtig gegeben. Ne? Mhm. Wir gehen jetzt nochmal nach den Inneren rein. Du sagtest vorhin, der Fühler sitzt genau unterhalb von, wo genau, sonst zeig mal ganz genau, kurz. Genau, man kann jetzt hier nochmal reingucken und sieht da so ein bisschen die Temperaturfühler ja, in dieser Steuereinheit, was man da reingesteckt hat. Und der sitzt halt unter dem Grillrost. Ja. Ja? Und damit ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt indirekt grille und mache nur die rechte oder die linke Seite an, dass durch diese Reflexionswärme die Temperatur hier drüben vielleicht nicht hundertprozentig aussagekräftig ist. Okay. Es kommt auch darauf an, ob ich jetzt ein kleines Stück Braten mittig zentriert drauf habe, dann würde ich sagen, die Temperatur kommt hin. Habe ich aber ein großes Stück Braten oder ein paar Ribs drauf liegen, was sehr viel von dem Grillrost abdecken, habe ich natürlich unten drunter auch eine gewisse Stauhitze. Ja. Daher ist es zu empfehlen, wenn man professionell grillt und eine wirklich aussagekräftige Temperatur haben möchte, dass man einfach diesen Fühler nimmt, legt ihn daneben, nimmt eine Rostklammer oder legt ihn sich aufs Gargut und den anderen nimmt man und steckt den ins Gargut. Und dann hat man hundertprozentig die Sicherheit, dass genau so viel Temperatur daneben ist. Denn es kommt natürlich darauf an, welche Größe hat ein Gargut und legt man eine Schale drauf, legt man eine Platte drauf, was grillt man, ja? Ja. Jetzt sind wir wieder an der kleinen Variante, weil die anderen sind heiß, die haben ordentlich Druck und also ich bin halt wirklich begeistert von der Hitze, die da halt wirklich hervorkommt. Wir gehen jetzt nochmal auf das Detail ein. Die Steuereinheiten selber sind sowohl beim kleinen als auch beim großen mit 2-3 Handgriffen zu lösen. Kannst du das einmal kurz zeigen? Die sind super leicht abnehmbar, gerade für den Hausgebrauch, wenn man die dann mit reinnimmt. Ja. Ist einfach, dass man hingeht, am besten ans kalte Gerät, kann dann einfach hier mit dem Daumen leicht drücken und nimmt sofort die Steuereinheit ab und dann kann man das mit dem gesamten Kabel kann man das mit reinnehmen und somit muss man sich auch keine Gedanken machen wegen Feuchtigkeit. Ja. Hier kann man es natürlich dann angenehm reinigen, das macht die Sache auch sehr leicht, denn wer kennt es nicht, gerade beim Grillreinigen, so ein Display ist immer schwierig unter den Knöpfen, so kann man das mit rein drinnen gemütlich mit Glasreiniger einmal abwischen und somit kann man auch hier nochmal schön den dicken Fühler sehen, die gesamte Steuereinheit. Hier unten sieht man nochmal die Thermometer. Und wenn man es benutzen will, nimmt man es einfach wieder mit rein, setzt den Stöpsel hier rein,
drückt das ein bisschen ran, okay, und fertig ist. Und dann kannst du nämlich direkt schon losgehen. Ihr habt selber gesehen, aus meiner Sicht her, der hat Druck ohne Ende, ja, und dafür, dass es ein Elektrogrill ist, ich meine, ich darf ihn jetzt gleich selber testen mit Gargut. Ja. Deine letzten Worte zu dem Grill selbst? Meine letzten Worte zum Grill selbst, es wird niemals irgendein Gasgrill oder ein Holzkohlegrill ersetzen, aber so als Grillalternative für die Leute, die in der Stadt nicht grillen dürfen, weil die Hausordnung jegliches Feuer und Gas verbietet, die sollten sich das Gerät mal ganz genau angucken, denn ich denke, die Energiewende und so weiter bringt natürlich auch damit vielleicht dann auch Sinn, sich mal einen Elektrogrill zu holen, wenn er in der Zeit und in der Handhabung einem Gasgrill in nichts nachsteht. Ja, sehr cool. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, ich habe ihn bisher nur auf der Schwogger gesehen. Heute darf ich live dran grillen. Ja. Danke, wie gesagt, für deine Erklärung. Ich habe euch da so ein paar kleine Zeilen auf meinem Blog runtergeschrieben. Das könnt ihr gerne lesen. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Kommen wir jetzt auch zum Ende zu dem Video. Wie gesagt, danke nochmal für deine einleitenden Worte. Gern geschehen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder genau diesen Blogbericht über den Weber Pfalz 1000 oder 2000 habe ich euch, wie gesagt, runtergeschrieben. Schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach. Bis dahin.